Hübi und ich haben Beef. Und damit meine ich nicht das Rewe-Fleisch, sondern das Hedeka-Fleisch. Domtendo ist in einen Führungsfall mitverwickelt. All das und viel mehr erfahrt ihr heute in SchülerVZ. Wir decken jeden Skandal der Nintendo-Szene auf. Hübi und ich haben Beef. Kaum zu glauben, oder? Aber eigentlich waren die Zeichen klar und es hat schon früh begonnen. Das hat David, du Knecht, Alter. Digga, ich bin das nicht. Digga, was? Was ist passiert? Oh, Dementon! Nee, noch früher. Denn Hübi meinte damals in seinem 500-Abonnenten-Special: Beten einen dann um einen kleinen Gefallen. Ob man ihnen denn helfen kann, sie würden gar nicht schnallen. Die Schonungszeit ist aus. Ich will nur ehrlich mit euch sein. Es ist... dieses dreckige F***. Dort wurde ich wirklich böse weggeflext. Wie ein Baum. Doch, wenn man sich diesen Track nochmal ganz genau anschaut, gibt es eine versteckte Botschaft. Und die Zeichen waren eigentlich mehr als klar. Denn unser Redaktionsteam hat ganz rein zufällig diesen Track einmal rückwärts abgespielt. Und dabei kam das hier heraus. Beten einen dann um einen kleinen Gefallen. Vergesse sie. David, du kleiner Pisse. Ich werde dir auf der Gamescom 2022 richtig aufs Maul hauen mit Sahne. Doch was passierte jetzt auf der Gamescom? Ha, naja, das, liebe Freunde. Ihr denkt jetzt bestimmt, es kommt eine Breaking News wie in jeder Folge. Ha, aber da habt ihr euch getäuscht. Nein, eigentlich nicht. Es kommt jetzt eine Breaking News. Das war lustig, weil wir dachten, es kommt eine Breaking News. Aber dann hast du gesagt, es kommt keine Breaking News, aber jetzt kommt doch eine Breaking News. Deswegen ist es lustig. Lustig, oder? Und wisst ihr, was noch lustiger ist? Wenn du jetzt den Kanal abonnierst. Breaking News auf der Gamescom. Zwei YouTube-Legenden sind aufeinander getroffen. Germi und Thomas Geddon. Yo, hi Leute. Willkommen zu einem neuen Video von mir. Hallo, meine Freunde. Mein Name ist Thomas Geddon und willkommen zu dem neuen Projekt auf diesem Kanal. Dieses Aufeinandertreffen löste ein Loch im Raum-Zeit-Kontinuum aus. Es entstanden diverse Sonnenstürme und, keine Ahnung, könnte das Auge aus dem Haus Anubis sein. In Japan herrscht ein Erdbeben mit der Schwere 7,3. Haut euch verarscht. Thomas Geddon, heute auch anders bekannt als David, hat früher die Videos von Germi gesprochen und damit einen riesigen Meilenstein in der Vergangenheit von YouTube gelegt. Denn dieses Video wird aus Germis Sicht gesprochen sein. Sorry, da kam irgendwas aus mir durch. Ein Treffen, worauf die Weltgeschichte nur gewartet hat. Selbst Martin Luther King sagte einst: I have a dream that one day, dass sich Germi und Thomas Geddon treffen und gottlose Sachen machen. Und Martin Luther King hatte recht. Es passierten gottlose Dinge auf der Gamescom. Kommen wir erstmal dazu, warum David und Hübi überhaupt Beef haben, wie Rindbesitzer. Einige Tage vor der Gamescom fanden Dreharbeiten zu einer neuen Yo-Hübi-Folge statt. Unter anderem haben Hübi und Gute-Laune-Typ miteinander gedreht und das kam dabei heraus. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn David dabei gewesen wäre... Nee, Bruder, wirklich nicht. Also, David, allein! Was soll das denn werden? Seitdem, sagt unsere Redaktion, war das Leben von David irgendwie anders. Diverse Angstzustände traten ein. FBI, open up! Nein, nicht das eintreten! Das eintreten! David, allein! Was soll das denn werden? David, allein! Was soll das denn werden? David, allein! Also wollte David es ihm heimzahlen und exposte den Modcat. Er hat's geklingelt? Wer ist denn da? Hallo Elfmal, darf ich eintreten? Ja, treten Sie ein. Haben Sie gerade einen Moment Zeit? Ich habe gerade einen Moment Zeit, ja. Hatten Sie nicht gerade noch irgendwas anderes an dem Video? Haben Sie mich etwa beobachtet, während ich das Video gemacht habe? Ja. Finde ich ja schon irgendwie geil. Wir brauchen Sie für eine Befragung. Wir suchen nach einem jungen Mann namens Thomas Geddon. Er wurde das letzte Mal auf der Gamescom gesehen. Zeugenberichten zufolge soll eine ominöse Person namens Sensei Tometo mit diesem Fall zu tun haben. Wissen Sie etwas darüber? Oh. 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 Oh.
Nein, ich weiß nichts darüber. Sind Sie sich sicher? Das sah so aus, als ob wir gerade so ein Flashback hatten. Das hat meine Mama auch immer, wenn sie mich sieht. 3 Tage später. Sensei Domyendo gibt's gar nicht. Das hier ist nur eine gestellte Folge. Alles ist aus meinem Kopf erfunden. Unlustige Sketche, mehr nicht. Oh nein, nicht schon wieder. Ist das ein Lamborghini? Wie passt der in meine Wohnung? Eine Kettensäge? Ach komm schon, Sensei, das muss doch jetzt wirklich nicht sein. Ein Creeper? Ach komm schon, die gucken noch Kinder zu. Aua, Sensei, aua, nicht schon wieder. Ey, das kann doch nicht sein, dass ich schon wieder reingezogen werde in die Scheiße. Lass mich hier raus. Okay. Naja, so schnell muss ich den Job wieder einnehmen, da Evid ist gerade etwas beschäftigt. Bisschen. Naja, weiter geht's zum Beef. Denn David war auf dem Weg, den Modkeller zu exposen. Sie wollen einen Skandal publik machen. Über ihren Chef. Er hat sie im Keller eingesperrt und was noch? Als er dieses Video exposen wollte, bekam er diese Nachricht auf WhatsApp. EY, du Pisse, komm Gamescom hinter Halle 8 Schlägerei mit Sahne. Okay, aber nur wenn du Walla sagst. Es kommt langsam zum Ende der Folge und die Schlägerei zwischen unseren Kontrahenten David und Kübel zu dem Kübel stand an. Free Spirit, Freunde. Komm mal her, du Bastard! Komm mal her, du kleiner Bastard! Komm mal her! Das war spannend, oder? Wenn du selbst irgendwelche skandalösen News über die Nintendo-Szene hast, schreib mir doch gerne auf den Social Medias deine Story. Außerdem hast du mitbekommen, dass Dummer Bockblind tot ist? Alle Hintergründe und wie es dazu kam, erfährst du in diesem Video. Guck's dir an. Viel Spaß dabei.